Herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir waren bei einem Amor Mortier. Yeah. Und ja, ich gehe dann wieder. Hat sich der Pitz hier ein bisschen geweigert. Tut mir leid. Aber er hat seine eigenen Festplatten. Schlechter Witz. Die Mutter der Nacht. Die geht nie am Tage raus. Ihr seid zurück, gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Das ist nicht euer Ernst. Was ist das? Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen. Zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Riftum. Gebt mir den Brief. Bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Ja, dann machen wir das mal. Ich hock schon in Riftum. Jo. Ob gewollt oder ungewollt, weiß ich nicht mehr. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Dein Pech. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren. Wenn du meinst. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Was? Ja, gar nicht wahr. Ich belästige doch niemanden. Außer meine Zuschauer. Die müssen sich jedes Mal meine Videos reinziehen.
vorne ist doch jemand. Dem werde ich jetzt mal einen Pfeil sonst wohin schießen. Ich weiß nicht, Rat. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei der Schnauze abziehen. Schnauze. Schnauze. Okay. Muss ich an dir das Schwert ausprobieren, wenn du es nicht anders haben möchtest. Glückstreffer. Jo. Ups. Das nehme ich doch gerne. Orkbogen. Ich nehme den noch mit. Lame Falle. Eine Ratte. Das ist der Rattenweg, ne? Los geht's. Hallo. Verdammt, starb endlich. Ja, dann mach das mal. Backkartoffeln, Bier. Das sind die Säufer. Oh. Bärenfalle. Tür. Ich hab gar nichts gesehen, die Bärenfalle, die. Eure Fallen sind langweilig. Lang und weilig. Tag. Ist da jemand? Jetzt nicht mehr. Danke. Gut. La 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 la. Trommel. La 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 la. Die zersplitterte Flasche, die tuckt doch nicht mehr. Aus der kannst du nicht mehr trinken. Mir gefällt das Schwert. Servus. Ihr habt euch wohl verlaufen. Ihr macht euch lieber besser davon, solange ihr noch könnt. Der Rattenweg hat schon viele unwillkommene Besucher verschlungen. Oh, ich verstehe. Nun, und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Met, einfach mal wieder zum Plaudern. Aber darüber können wir ja später noch sprechen, ja? Was kann ich denn für die Bruderschaft tun? Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Warum fragst du das? Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Okay. Ja, das Ding verkauft. Und haben 10 Minuten dafür gebraucht, laut meiner Uhr.
weiß denn, ob meine Uhr richtig geht, ne? Ne, das kriege ich nie auf. Ich laufe doch nicht den ganzen Weg noch einmal. Da wäre ich ja schön doof. Einmal reicht. Zweimal ist doof. Ja, sorry wegen dem Hin- und Herreisen, aber ich laufe da nicht den ganzen Weg. Das wurde erst Let's Play die Länge ziehen. Und das kann man ja nicht machen. Das geht doch nicht. Ihr seid zurück. Gut. Der Ältestenrat? Das erklärt natürlich so einiges. Mutier, ihr böser, böser Junge. Einfach so die dunkle Bruderschaft anzuheuern, um die eigene Position zu verbessern. Einfach köstlich. War Mallory bereit, das Amulett zu kaufen? Wunderbar. Dann können wir beginnen. Oder besser gesagt, dann könnt ihr beginnen. Schließlich hat die Mutter der Nacht ja auch mit euch gesprochen. Hoffentlich habt ihr etwas Schönes zum Anziehen. Ihr geht nämlich zu einer Hochzeit. Was? Nun, eigentlich eher ein öffentlicher Empfang. Das dürfte äußerst reizvoll werden. Ihr werdet euch unter die Gäste mischen. Etwas Kuchen essen, die Braut erstechen. Ja, das gehört ja zum Alltag. Oh ja, ihr müsst die Braut ermorden. Auf ihre Hochzeit. Da soll noch einer sagen, es gäbe keine Romantik mehr. Boah, die feine das Dame. Das Ziel heißt Vittoria Vicky. Sie leitet die Geschäfte der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Die Hochzeit wird in dieser Stadt abgehalten, im Tempel der Göttlichen. Ihr Tod wird einen großen Aufruhr verursachen und genau das wollen wir auch. Vicky wird regelmäßig mit ihren Gästen sprechen, wie es der Brauch will. Wenn sie das tut, tötet sie. Und ich verspreche euch einen beträchtlichen Bonus. Yay. Geht jetzt. Und beschert der Stadt Einsamkeit eine Feier, die sie so schnell nicht vergessen wird. Okay. Passt auf euch auf. Macht da, macht da. Alles kein Problem. Das kriege ich doch hin, kriege ich das. Mann. War ich schon in Einsamkeit? Nö, war er nicht. Ja. Entschuldigung. Dann gehen wir mal in den Wald mit dem Fluss. Wieso ist es immer dunkel, wenn ich hier hinkomme? 20 Uhr abends und die Läden machen zu. Was ist das denn? Das wäre 8 Uhr morgens plus 4 sind mal bei 16. Gut. Hängt man hier 16 Stunden vor der Ladentüre? Ich werde bekloppt. Es ist 12 Uhr mittags. Das Spiel ist wenigstens schon da. Du fauler Drecksack. Sieh zu, dass du den Arsch hierher bewegst, aber flotti. Na los, ich hab den ganzen Tag Zeit. Was ist passiert? Ist doch Wumpe, was passiert ist.
Na los, das habe ich schon mal schneller gesehen, Junge. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue... Ah, das kann ich schon nicht mehr hören. Meine vielen Dank, dass ihr... Ja. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Doch, bist du, wenn du nie bald hinter den Tresen gehst. Lauf, Lampe. Fass also das bitte nicht falsch auf. Aber ihr bloß, seht ein für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ist alles Ramsch. Mann. Oh. Fast keine Pfeile mehr. So viel Unterschied macht das nicht. Ist ja egal. Ich krieg jetzt vielleicht den neuen. Mach ich den mal weg. Das haben wir nur weg. 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 Brauche ich noch. Lala, weg. Okay. So. Mehr wollte ich doch gar nicht, Mensch. War dann daran jetzt so schlimm, mir schnell mal das Zeug abzunehmen, Junge. So, ruhig die Stelle von Weselhof. Soll ich euch mit... Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Jo, kein Chlor. Seid ihr zum ersten Mal in Einsamkeit? Ja. Schöne alte Stadt. Hauptstadt von Himmelsrand, aber das wusst... Jo, war schon. Doch immer mal ein bisschen, wa? Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Rick. Das mache ich später vielleicht. Mittlerweile sind wir schon bei Folge 21 und ich bin gerade bei Stufe 10. Ist ein bisschen... Ja. Die dürfen Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihnen, dass er es nicht war. Alle auf Position. Svari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Verräter, ihr habt uns verraten. Macht schon weiter. Verräter. Ihr seid zu gütig, Jimmy. Hey, 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 hey! Was ist denn jetzt? Ich hab gar nichts getan. Hallo? Ich wollte nur fragen, wieso? Bescheuert? Ich habe doch... Was? Oh toll, jetzt habe ich hier so eine Dauerschleife oder was? Och nee, Leute. Oh, voll durchs Auge. Habe ich jetzt so eine hässliche Dauerschleife oder was? Was? Tatsächlich. Laden.
Das ist jetzt scheiße. Mit so einer Dauerschleife. Also das Autosaven bringt manchmal auch gar nichts. Diesmal gehe ich nicht hoch, diesmal ignoriere ich das. Jetzt habe ich draus gelernt, jetzt ist mir egal. Und die Folge halt ein bisschen länger. Verräter, ihr habt uns verraten. Na lassen doch. Wenn es euch nicht passt. Mensch, mal diese Urteile, ey. Mag ich nicht. Ey, nur weil man da mal fragen will. Ich bin nur hier, um für den Schutz der Cousine seiner Mutter. Was für ein wundervoller Tag. Ich hoffe, ihr genießt die Feierlichkeiten. Ich bin einfach überwältigt. So viel Freundlichkeit. Nur für mich. Genieß es noch. Oh, ihr müsst nicht schüchtern sein. Mein Tag ist euer Tag. Bitte, esst, trinkt, seid heiter. Wir sind hier alle Freunde. Hm? Vergnügt euch. Ja, ja. Ein Bund der Liebe und des politischen und alle zu den Waffen griffen, um ja, ja, alles gut. Zu kämpfen. Alles super. War das etwa kein Verrat gegen den Bund? Hä? Aber das hat doch damit überhaupt... Alles gut. Hab ich's doch gewusst. Nichts zu tun. Die Streitkräfte des Bundes waren Eindringlinge, Eroberer. Wir mussten sie bekämpfen, um unsere Lebensart zu bewahren. Genau das meine ich. Was wenn das wäre, eine Tötungsmusik? Gute Freunde und Nachbarn, ich wollte mir die Zeit nehmen, euch allen für euer Kommen zu danken. Euch dafür zu danken, dass ihr diesen Tag meines größten Glücks mit mir selbst und meinem Garten teilt. Vittoria, nein! Astrid hat mich angewiesen, ein Auge auf euch zu haben. Sie meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen, wenn das Chaos ausbricht. Ich versuche es so gut. Geht ihr zurück zum Zuflucht. Strengt euch dieses Mal werde ich euch verschonen. Sie sind immer noch verheiratet. Ich habe den Ehemann miterledigt.
Die Kunde ist in aller Munde. Vittoria Vicky, die Cousine des Kaisers, wurde auf ihrer eigenen Hochzeit ermordet. Gut gemacht. Wollen wir mal sehen, wie seine Eminenz das ignoriert. Mit dem Mord an Vicky habt ihr uns auf einen Weg gebracht, den die dunkle Bruderschaft schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegangen ist. Die Ermordung eines Kaisers. Und nun zu eurer Belohnung. Ein einzigartiger Zauber, mit dem ihr eine Legende der dunklen Bruderschaft beschwören könnt. Seine Seele dient uns im Tod, wie uns sein Körper zu Lebzeiten diente. Ach ja, und natürlich erhaltet ihr einen Bonus dafür, dass ihr euch an die Anweisung gehalten habt, Vicky beim Sprechen zu ihren Gästen zu töten. Gold. Schlicht und einfach. Gebt es aus, wofür ihr wollt. Nun denn, es ist Zeit, zur nächsten Phase des Plans überzugehen. Sprecht mit Gabriella. Sie hat mir bei der Vorbereitung eures nächsten Auftrags geholfen. So. Und damit beende ich diese feierlichkeitenhafte Folge. Bis zur nächsten. Tschüss.